sage ich zuerst meine Grundhaltung. Ich bin durchaus positiv in Bezug auf diese Gesetzgebung und habe zunächst einmal die Stellung des Ständerats einfach entgegengenommen und habe gesagt, das ist eine gute Sache. Sogar so gut, dass ich vor einigen Jahren in einem Projekt für eine integrierte Versorgung in einer ganzen Region Visionen mitentwickelte, wie man dann das E-Patientendossier noch erweitern könne und verlinken mit der Gesundheitsberatung und überhaupt mit dem ganzen Gesundheitsmarkt in der Region. Also das waren dann eigentlich ganz positive Optionen. Vorausschicken möchte ich auch noch, dass ich finde, dass, was Herr Stoffel gesagt hat, dass das absolut konstitutiv für den Erfolg des Ganzen ist. Nämlich der Aufbau des Vertrauens, was man nicht mit technischen Mitteln tun kann. Und diese Instrumente, die Herr Stoffel vorgeschlagen hat, die Ärzte müssen Inhalte absprechen, ja. Das ist ja das, was wir immer schon verlangt haben. Und das Management, das Coaching zwischen verschiedenen Ärzten und Spezialisten, das ist, glaube ich, etwas, was den Patienten extrem dienen wird. Mit dem E-Patientendossier noch besser, weil wir ein Instrument haben. Aber es muss auch de facto geschehen. Nun zu meinen Fragen. Vor ein paar Tagen war gerade zu eHealth ein Artikel im Tagesanzeiger. Gesunde Paranoia und Datenbanken hinterlassen stille, wehrlose Opfer. Also das war gemeint, Arbeitgeber und Krankenkassen versus Arbeitnehmer und Patienten. Wie ist denn hundertprozentig sichergestellt, dass nie Daten übergeben werden, ohne dass der Patient das will? Kann man sagen, dass das einfach keine Lex geben kann? Ich kann mir vorstellen, dass wenn eine integrierte Versorgung ein Ärztenetzwerk einen Vertrag mit Krankenkassen abschließt, und dann wird es doch schon um vieles einfacher, um die Risiken einzuschätzen. Ist die Versuchung vielleicht doch ziemlich groß, mit diesen Patientendaten etwas zu machen? Also die Sicherungen. Die Patienten, sie können einsehen, wer Daten und Unterlagen gesehen hat. Das hat Frau von Dreherz gesagt. Das ist sehr wichtig. Kann der Patient auch sicherstellen, dass diese Einseher die Daten nicht Dritten weitergeben können? Und weiter, solche Sicherungssysteme, ich bin nicht vom Fach, aber sie sind sicher theoretisch okay. Wenn ich Herr Birk zwar höre, ist auch das vielleicht nicht so leicht. Aber Computersysteme können ja gehackt werden. Also warum auch nicht Patientendaten an Krankenkassen verkaufen, so wie Bankkundendaten? Ich denke, dass da der Markt auch offen ist und auch der Kriminelle. Und der Umgang mit Daten von Dritten, das habe ich doch vergessen anzumerken. Ich stelle mir vor, zum Beispiel, denke vom Patienten aus, bei psychiatrischen Behandlungen fallen ja extrem sensible Daten an, die von Dritten erfasst und bearbeitet werden. Und diese Drittinteressen sind beim Datenaustausch ja zu berücksichtigen. Kann man wirklich vermeiden, dass Daten nicht in ein für Patientinnen und Patienten nicht durchschaubares Datennetzwerk gespeist werden und damit dann doch irgendwie offen sind? Ja, und nun noch zu einem ganz anderen Aspekt. Gerade am Anfang des Gesetzes, Artikel 1, ist ja der Zweck beschrieben. Und wir kennen jetzt den Zweck.
wir wissen, was die Patienten bekommen mit dieser Datei und wir sehen, dass das ein riesen Datenvolumen ist. Ich stelle mir vor, dass es dafür auch eigentlich höhere Selbstkompetenz, hohe Gesundheitskompetenz braucht, um mit dem allem umzugehen. Es heißt, Stammgemeinschaften oder Gemeinschaften müssen den PatientInnen die Möglichkeit geben, Zugriffsrechte anzupassen. Das klingt okay, aber praktisch werden die PatientInnen entweder heillos überfordert oder dann müssen sie sich bevormunden lassen mit der Beratung und dem Coaching von Gesundheitsfachpersonen. Weil das Wissensgefälle ist ja riesig und die Freiwilligkeit wird dadurch doch entscheidend relativiert. Ich fragte mich sogar, ist die Freiwilligkeit nicht eine Mogelpackung bei diesem riesigen Gefälle? Kann man dann, zusätzliche Frage, kann man dann überhaupt auch freiwillig bleiben? Gibt es nicht in der Zeit einen kollektiven Zwang? Herr Wirk hat das auch angesprochen. Ja, keinen finanziellen Druck und ja, kein Anreiz, nicht einmal ein Anreizsystem. Ich denke eigentlich, dass in der Gesetzgebung das Anreizsystem irgendwo implizit ist. Man will ja, dass möglichst viele mitmachen. Man will ja eigentlich, dass am Schluss das jeder hat. Und das schafft vielleicht schon Druck. Zum Beispiel mussten wir als Parlamentarier mit einem Mail von 20 Minuten unseren ökologischen Fußabdruck errechnen. Und am Schluss, ich habe es nicht mehr gefunden, aber am Schluss stand, das war irgendwie die dritte Mahnung, dass man es jetzt wirklich tun soll, am Schluss stand, glaube ich, dass wer die Datei nicht ausfüllt, dann im Artikel kenntlich gemacht wird. Also dass dann veröffentlicht wird, die Veröffentlichung droht. Also wer keine elektronische Datei hat, vielleicht muss sich dann auch rechtfertigen und muss dagegen halten und das könnte vielleicht ziemlich schwierig werden. Ja, das sind die fraglichen Nutzen und die Rahmenbedingungen, die auch Patientinnen und Patienten mitbringen müssen. Ich glaube, es ist eine große Forderung, wenn eben nicht eine Überforderung, mit diesen Daten umzugehen, ohne dass man sich einfach bevormunden lassen muss von seinem Hausarzt oder anderen Gesundheitsfachpersonen, die sich am nächsten stehen. Vielen Dank.